Did you know Wow. that you earn bonus XP when playing with friends? That's true. That's very cool. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2. Ja? Legacy of the Void. Ich wollte lächerliche Emojis setzen, weil er so einen Scheiß am Anfang geschrieben hat. Und so weiter. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin mit der Einleitung. Und übrigens ist Terraner. Das ist korrekt. Zarok ist Protoss. Ja, in der Tat. In der Tat. Wenn die übrigens so irrefreundlich sind, Zarok, heißt das, sie cheesen, ne? Wobei sie jetzt nicht dabei sind, die ganze Zeit zu reden. Das deutet da immer noch viel mehr drauf hin. Aber wenn man ganz unfreundlich ist oder viel zu überfreundlich, dann musst du, ne, Vorsicht walten lassen. Wenn du ganz unfreundlich bist, spielt man auf NA. Ha gut, das ist aber dann nochmal... Also unfreundlich meine ich mit, die schreiben gar nichts. Wenn sie dich beleidigen, dann bist du auf NA. Aber es war so schön in der 4 gegen 4 Folge. Ja, und wir sind auf dem NA-Server. Da wird die Kommunikation ist dann manchmal etwas einfacher. Direkt fuck you. Das Spiel steht. Ja, bei mir auch. Jetzt nicht mehr. In der Tat. Das war schön. Gute Erinnerung. EBF bereit. Ich hab mich verfranst. Ich habe ein bisschen früh das Depot gebaut, aber ich dachte, ich mach mal dicht. Benötigen weitere Depots. Nee, eben nicht, weil ich es ein bisschen früh gebaut habe. Wir benötigen noch keine weiteren Depots. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. So. Komm, wir bauen mal einen zweiten Hyper. Haben wir was Ausgefallenes? Ganz was Wildes hier. Wir brauchen mehr Mineralien. Er antizipiert die Spielsituation und. Hm? Hast du wieder FIFA gespielt, weil ich nicht mit dir mitmachen wollte, alleine? Ja, da war ich auch sehr echauffiert drüber. Early Linge. Oder so early sind die nicht, aber aggressiv sind sie. Ich lenke sie mal ein bisschen ab, aber du sollst gleich mal zwei Adepten in Chrono boosten. Also zwei sind ja schon fertig. Ne? Ja, nochmal zwei. Gut, dass ich einen zweiten Reaper gebaut habe, ja? Das zahlt sich jetzt schon mal aus. Ja, in der Tat, das war sehr gut. So, kommst du hier wieder runter, ohne komplett Schaden zu nehmen? Ja, mein Reaper ist schlau, dass ich das noch erleben darf. So, ein bisschen Makronen gerade. Der ist ja sehr enttäuscht von der Merkel, der Makron. Hab ich letztens noch einen Bericht drüber gelesen. Hey, Macaroni! Mach den kaputt jetzt einfach. Das ist ganz easy jetzt, was du da machen musst. Ja, ich habe ein paar Props, Drohnen, Dinger. Hey, Supply Block! Oh, das ist ja wieder in Singlaune, das ist nicht gut. Ja. Dabei hat er beim Umzug geholfen, da muss er doch eigentlich erschöpft sein Leid klagen. Aber das hat er nur heute Nachmittag gemacht. Ja, völlig zu Recht. Aber ich hab Erdbeerkuchen dafür bekommen. Weil es kein Erdbeerkäse ist. Die haben ja aber gesund, da sind Vitamine drin. Nein, ich hab mich verklickt. Was sehen wir denn hier? Eine Robo? Nego? Ja. Was willst du mit den Marines hier bei mir? Ja, die sollen einfach mal hier so auf die Sentry schießen, damit die Shield Battery was zu tun hat. Ein bisschen Paddy machen halt. Nein! Die Linge haben Speed, ich komme hier nicht mehr weg. Traurig. Uns fehlt Energie. Eine kurze Schweigeminute für unsere Kumpane. Schmetterlinge! Alles klar. Tut mir leid, Partner. Da können wir nicht bauen. Also es könnte ein Warp Prisma gleich kommen, ne? Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Das finde ich aber nicht so geil. Kann man hier ehrlicherweise mal zugehen? Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Und Linge könnten auch kommen. Du bist natürlich wieder mal überhaupt nicht da, wo deine Echse ist.
Das verstehe ich auch häufiger nicht, wie dein... Ja, Guardian Shield, das bringt mega viel. Einheiten, deine Einheiten verzögert. Das ist das Mob-Prismer. Fokus auf das Mob-Prismer. Da bin ich nicht schnell genug. Die Linge kommen zu mir, das ist okay. Sie rennen wieder zurück. Zu dir. Sind scheiße. Bleib da stehen. Und auf das Mob-Prismer gehen. Oh, Prisma Fokus hat schneller Fokus. Ich will den Adepten angreifen. Ja, du kriegst es nicht, meinte ich natürlich. Du kriegst es nicht, wollte ich sagen. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepot. Warp mal ein paar Arkens. Also, High Templar für Arkens. Ja, da brauche ich aber mehr Gas für. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Wollen wir vielleicht gleich mal gegenpushen, weil die waren da jetzt ja schon ein bisschen aggressiv, ne? Da musste man eigentlich bestrafen. Fand ich auch frech jetzt so von. Weil Stim ist jetzt noch nicht durch, aber komm mit Gilde. Ich habe halt bisher 2 Gateways. Dann erhöhe das doch mal ganz schnell auf 6. Ne, wobei du hast relativ viel Eco verloren, ne? Dann reicht's, wenn du auf 4 gehst. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Aber die guten alten Kampfschilde sind durch. Heißt das nicht eigentlich Combat Shield? Nein, auf Deutsch heißen die Kampfschilde. Da wollte ein Changeling zu mir schicken. Kampfschmampf, sag ich dir immer. Nee, das mach ich nicht. Du läufst bitte nach draußen, sonst geht er in die Hose. So, brauchen wir Sonnending. Ich hab Arken. Sonnending. Das. Ja, guck mal einmal, die Rocks sind hier rausgenommen, ne? Nö. Doch, müssten sie. Nö. Wo sind denn dann die Linge hergekommen? Da hast du aber ganz schön wenig aufgepasst. Ja, push jetzt. Mitte. Komm in die Mitte zurück. Ja, komm in die Mitte! Und hast du irgendwie was, um das Warprisma abzufangen bei dir zu Hause? Jetzt ausklappen. Moment, hallo? Nein! Supply-Block. Oh, Mutas. Das ist nicht geil. So geil. Fast als mein Dings fertig ist natürlich, aber nur fast. So, weitere Mutas sind tot, wir pushen nach vorne. Ja, Supply-Block ist ja jetzt zugegeben, ein bisschen... Da ist er! Ja, sicher, ich gegen die Mutas ab, ne? Da ist er, der Gichnor. Das ist dumm, was wir hier machen. Arken nach hinten, um das Fossfeld zu brechen. Zerrat. Ja, der Arken kommt nicht durch. Ja, tank du mal die Banninge. Bleib da stehen, Zalrock. Du musst die Banninge tanken. Okay. Wie sieht's bei dir jetzt Reinforcement technisch aus? Storm gegen Bruder, das ist halt jetzt nicht so schlau. Das solltest du Arkens bauen. Warum habe ich eigentlich auf meinem Army Hotkey? Du hast nichts mehr, sehe ich das richtig? Ja, auf meinem Army Hotkey laufen irgendwie so. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hast du jetzt mal was nachgebaut? Sie kommen, alle 4. Ja, dann sind wir tot. Ja, nicht random Einzelsachen reinschicken, Zarok. Sammeln. Und zu mir kommen. Du bist heute noch. Ja, die Einheiten habe ich jetzt nicht gebaut, aber sind nicht allzu schnell. Ja, wenn du jetzt nicht langsam kommst, sind wir tot. Bin gleich da! Da komme ich! Du hast nicht ernsthaft High Templar. Was bringt den High Templar gegen Protoss? Mach doch Arkens draus! Da sind die Mutas, gegen die du dich nicht abgesichert hast, obwohl ich es dir gesagt habe. Ja, du bist wieder im Mecker-Modus. Ja, weil du auch nicht das machst, was ich dir sage. Gerade eben schon mit dem Banging Nest. Ja, geh drauf mit den Stalkern. Und am besten die Arkens auch dahin schicken. Den Arkens proven. Lauf doch da außen rum. Warum hast du eigentlich nicht die sichere Echse genommen? Dann hättest du vorher noch gar kein Problem gehabt. Weil ich die vergessen habe. Bisschen Blink. Recall. Ja, das ist zu spät für Recall. Kann ich
Kannst du mal die Arkans aus meiner Base nehmen? Wo sind eigentlich die Arkans hin? Die sind bei mir durch die Dings gelaufen, weil du dich wieder so gebaut hast, dass du nichts da stehst. Kannst du bitte mal die Hälfte deiner Stalker in die Natural stellen und die Hälfte in die Main? Danke. Uri ist am Start. Ja, du machst ja auch nicht das, was sinnvoll ist. Ja, das Spiel lässt das nicht zu. Doch. Und bau mal eine dritte jetzt langsam. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Mutas. Arkans dahin, das passt nicht. Du hast dich halt auch komplett eingebaut, ne? Das ist das beste Gebäudeplacement, was ich jemals gesehen habe. Warp doch jetzt mal Stalker. Erweiterung fertig. Geh doch jetzt dahinter! Alter! Warp doch mal! Ist gar nicht so schwer sein zu warpen. Nur ohne Gas schon. Warpen Sie Gas! Wer hat total Rock? Okay, wir müssen jetzt pushen, weil du dich wieder hin und her spielen lässt. Ja, weil die Wix-Arkans einfach nichts können. Nee, nicht weil die Wix-Arkans, sondern weil du nicht nachbaust, aus Gründen. Ja, weil die Arkans passen da aus Gründen nicht durch, Mama. Hallo, Scan. Ach, Mann, jetzt habe ich wieder alle meine Dings geliftet, anstatt zu scannen. Das ist natürlich auch toll. Renninger, und nicht mich da reindrücken, Zarok! Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Fate ist tatsächlich so gut, wie wir ihn je bekommen können, aber es wird nicht reichen. Nee. Irgendwas lebt noch. Ja, von dir schon lange nicht mehr. Da stand doch irgendwas rum. Ja, meine Marines standen dann noch rum. Ja, da hast du einfach nichts gegen die Mutas gemacht, muss man ja leider sagen. Warum gibt es denn Arkans? Aber naja, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts die nächste Folge klicken, unten rechts der Aspekt von mir. Ich wünsche einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.